Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind erschüttert über den Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen. Dieser Anschlag zeigt noch mal auf sehr erschreckender Weise, dass Jugendliche hier in Nordrhein-Westfalen in der Lage sind, Anschläge zu planen, Bomben zu basteln und auch tatsächlich durchzuführen. Dazu gehört ja einiges und es ist offensichtlich hier passiert. Und dieser Anschlag auf den Sikh-Tempel war ein Anschlag auf die Religionsfreiheit und damit auf ein zentrales Grund- und Menschenrecht hier in Deutschland. Das ist eine erschreckende Erkenntnis, die uns wachrütteln muss und die uns auch dazu führen muss, unsere Anstrengungen, die wir ja ohnehin schon vornehmen, auch weiter zu intensivieren. Und da will ich noch mal sagen, Herr Siewecke, das unterstützen, was der Kollege Körfges gerade schon sagte, wenn Sie hier immer von Nordrhein-Westfalen und den Zahlen sprechen. Ja, wir haben hier eine besorgniserregende Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, gerade auch was die Radikalisierung von Jugendlichen angeht, insbesondere auch von jungen Frauen, von Mädchen, die sich radikalisieren, die zur salafistischen Szene gehen und auch zum Teil ausreisen, planen und durchführen. Aber das ist eine bundesweite Entwicklung, die wir haben, und auch eine europaweite Entwicklung. Und das nicht zu betrachten, ehrlich gesagt, Herr Siewecke, das finde ich dann schon ziemlich verkürzt und auch unterkomplex. Wir sollten aber, wenn wir über die Radikalisierung von Minderjährigen sprechen, gerade in diesem Bereich Verfassungsschutzgesetzänderungen, die ja nicht nur auf salafistische Jugendliche zutreffen würde, sondern auch auf andere Phänomenbereiche, auch noch mal feststellen, dass wir eine Radikalisierung ja nicht nur im Salafismus wahrnehmen, sondern auch eine Radikalisierung bei Jugendlichen, zum Beispiel im Rechtsextremismus wahrnehmen. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung, die wir hier in beiden Phänomenbereichen haben. Deshalb sage ich auch, ist es folgerichtig, darüber nachzudenken, ob wir diese Regelung im Verfassungsschutzgesetz NRW anpassen und die Alterssenkung auf 14 Jahre vornehmen, weil Bund und auch alle anderen Länder als außer NRW und Mecklenburg-Vorpommern bereits unter strengen Voraussetzungen erlauben, dass personenbezogene Daten von Minderjährigen gespeichert werden dürfen. Und da Nordrhein-Westfalen im Verfassungsschutzverbund auf diese Daten ja bereits zugreifen darf, ist es aus meiner Sicht auch folgerichtig, darüber nachzudenken. Und die Landesregierung hat ja bereits auch einen Gesetzentwurf angekündigt, das durchzuführen. Dafür brauchen wir auch nicht den CDU-Antrag. Für uns ist aber klar, und da will ich mich anschließen an dem, was Herr Körfges gesagt hat, ist, für uns ist klar, dass wir das nur unter engen Voraussetzungen machen können und unter engen Voraussetzungen auch, was die Löschfristen angeht. Und Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf, wenn ich den so richtig lese, und er lehnt sich hier an den Gesetzentwurf im Bundesverfassungsschutzgesetz, an die Regelung, dann wollen Sie auch eine Speicherung von Daten für unter 14-Jährige, also für Kinder, zulassen. Und da muss ich für uns klar sagen, als Grüne, dass wir das nicht mittragen werden, sondern dass wir uns da ganz klar für aussprechen, wenn dann eine Speicherung, eine Altersabsenkung, dann eben nur ab 14 und nicht darunter. Ich will aber auch noch mal einen anderen Aspekt mit in die Debatte bringen. Und zwar bezeichnet sich der Verfassungsschutz ja selbst auch immer als Frühwarnsystem. Ich habe gerade noch mal auf der Seite vom Bundesinnenministerium nachgeschaut. Und auch da wird der Verfassungsschutz als Frühwarnsystem betitelt und beschrieben. Als Frühwarnsystem, gerade im Bereich von Minderjährigen, von Jugendlichen, ist es für uns wichtig, dass wir hier die Jugendhilfe brauchen, die Jugendarbeit, die Schulen, wir brauchen die Eltern. Und die müssen wir stärken in diesem Themenfeld. Für die brauchen wir Ansprechpartner, für die brauchen wir Fachkräfte, die informiert sind, die helfen können. Und deshalb ist es so richtig und auch wichtig, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen mit dem Programm Wegweiser ja schon ein Netzwerk haben an Ansprechpartnern, wenn Jugendliche sich radikalisieren und sich das Umfeld eben an Fachkräfte wenden will. Deshalb ist Wegweiser ein richtiger Ansatz, den wir hier in Nordrhein-Westfalen schon ausgebaut haben. Und deshalb ist es auch richtig, dass wir hier schon vor einem Jahr über ein Handlungskonzept der Landesregierung diskutiert haben, dass wir ein integriertes, ein vernetztes Handlungskonzept aller Bereiche brauchen, um eben diesen Aspekt der Prävention, der Stärkung der Jugendarbeit, der Schulen voranzutreiben. Dieses Handlungskonzept brauchen wir. Das haben wir hier explizit eingebracht. Und nicht nur im Bereich der Prävention, sondern auch im Bereich zum Beispiel der Forschung, um an die Ursachen heranzukommen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Siewecke. Prima. Bitte schön, Herr Siewecke. Ja, vielen Dank, Frau Schäfer, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben in Ihren Ausführungen gesagt, die Landesregierung hat ein Gesetz angekündigt und deswegen bedarf es nicht eines Antrages der CDU. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die CDU einen Gesetzentwurf vorgestellt hat und der schon vorliegt und die Landesregierung danach etwas ankündigt. Nehmen Sie das einfach zur Kenntnis? Ja.
Ja, Sie haben einen Gesetzentwurf, Sie haben einen Gesetzentwurf hier gerade eingebracht, das stimmt. Wir brauchen aber Ihren Gesetzentwurf ganz bestimmt nicht, um bei uns die Diskussion zu führen. Und im Übrigen ist es so, dass wir, wenn wir über den Verfassungsschutz reden und über mögliche Änderungen, wir auch noch mal überlegen sollten, in welchen anderen Punkten Änderungen beim Verfassungsschutzgesetz notwendig wären. Es gibt verschiedene Urteile, zum Beispiel zur Antiterrordatei, zum Ramelow-Urteil. Das sind Punkte, die wir auch in unser Verfassungsschutzgesetz noch einbauen müssten. Die haben Sie gar nicht berücksichtigt in Ihrem Entwurf. Und Ihr Entwurf, das habe ich hier ja gerade auch noch mal gesagt, geht viel weiter als das, was wir wollen. Sie wollen eine Speicherung ermöglichen, auch für unter 14-Jährige. Da sage ich ganz klar, auch im Interesse von Kindern und Jugendlichen und um deren besonderem Schutz Rechnung zu tragen, werden wir das so nicht mittragen, sondern brauchen da einen eigenen Gesetzentwurf, um diese Altersabsenkung vorzunehmen. Aber wir werden Ihren Entwurf natürlich auch im Innenausschuss ja beraten. Aber wie gesagt, im Detail sind wir da unterschiedlicher Meinung. Und insofern ist da auch Ihr Gesetzentwurf nicht so, dass wir den so mittragen können. Ich will aber noch mal was sagen zum Thema Prävention, weil ich das wirklich wichtig finde. Wenn wir darüber reden, wie wir wirksam salafistischem Zulauf und auch den Ausreisen von Menschen im Salafismus nach Syrien und in andere Länder unterbinden wollen, dann brauchen wir eine Doppelstrategie aus Repression auf der einen Seite und auf Prävention auf der anderen Seite. Sie werden ja nicht alleine mit der Möglichkeit, dass man Daten über 14-, 15-Jährige speichern kann, werden Sie ja nicht deshalb allein Ausreisen zum Beispiel verhindern können, sondern da brauchen wir eine Doppelstrategie, daran arbeiten wir und da lade ich auch herzlich gern die Opposition zu ein, daran mit uns gemeinsam zu arbeiten. Herzlichen Dank.